In diesem Video erfahrt ihr, wie ihr den Acatenango ohne Tour und ohne Guide besteigen könnt, um den spektakulärsten Vulkanausbruch eures Lebens zu sehen. Viel Spaß dabei! Für den zweitägigen Ausflug haben wir insgesamt ca. 14 Euro pro Person ausgegeben. Die Fahrtkosten belaufen sich dabei auf ca. 4 Euro pro Person für den Hin- und Rückweg und genauso viel Geld haben wir für die Verpflegung ausgegeben. Der Parkeintritt kostet nochmal 6 Euro pro Person. Würde man das mit einer Tour machen, würde es pro Person zwischen 60 bis 200 Euro je nach Touranbieter kosten. Ihr braucht definitiv warme Kleidung. Falls ihr keine allzu warmen Anziehsachen dabei habt, nutzt das Zwiebelprinzip. Ich hatte beispielsweise 9 Schichten Kleidung an. Für die Nacht benötigt ihr auf jeden Fall einen Schlafsack, damit ihr nicht komplett auskühlt. Auch wenn ihr einen windgeschützten Übernachtungsort gefunden habt, fällt die Temperatur in der Nacht bis zum Morgengrauen immer weiter runter. Falls ihr kein Zelt oder Schlafsack dabei habt, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, direkt bei den Touranbietern in Antigua nachzufragen und diese gegen eine Gebühr auszuleihen. Fragt am besten nach Empfehlungen in eurer Unterkunft nach. Und ihr solltet unbedingt eine Kopflampe mit dabei haben. Insbesondere deshalb, weil der Aufstieg auf den Gipfel in kompletter Dunkelheit sein wird. Das Wichtigste ist Trinkwasser. Wir rechneten mit 3 Litern pro Person und sind damit gerade so hingekommen. Zum Essen haben wir uns Pancakes sowie selbstgemachte Haferflockenburger gemacht, weil diese lange satt machen und gut zu transportieren sind. Eine Alternative, die wir von anderen Wanderungen empfehlen können, sind Tortillas mit Bohnenpaste und Haferflocken. Außerdem empfehlen wir etwas Süßes, so wie Müsliriegel oder Kekse, einfach weil es der Seele gut tut und Kraft spendet. Es gibt 2 Möglichkeiten, den Ausgangspunkt der Wanderung La Soledad mit dem Bus zu erreichen. Die bequemste Option ist, den direkten Chickenbus von Antigua nach La Soledad zu nehmen. Der Nachteil ist, dass dies der erste und einzige Direktbus ist und erst 11 Uhr vormittags abfährt. Wir entschieden uns für diese Option, da wir wussten, dass unser Highlight der Wanderung der Sonnenaufgang am nächsten Tag sein würde. Die Fahrt kostet 15 Quetzales pro Person. Alternativ kann man den Ort La Soledad auch viel früher erreichen, indem man einmal umsteigt. Man fährt von Antigua nach Páramos für 5 Quetzales. An der Kreuzung beim Stadtpark fahren Busse und Kollektivbus für 10 Quetzales nach La Soledad. Falls ihr nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollt, könnt ihr auch für 50 bis 60 Euro ein Taxi oder ein Uber nehmen. Für die Wanderung empfehlen wir die kostenlose App Maps.me. Dort gibt es Offline-Karten mit eingezeichneten Wanderwegen, sodass ihr euch auch ohne Internetempfang mit GPS-Signal problemlos auf dem gesamten Weg orientieren könnt. Der Weg zum Gipfel des Acatenangos ist sehr leicht zu erkennen, sodass die Gefahr, sich zu verlaufen, sehr gering ist. Die Wanderung ist nicht zu unterschätzen und wirklich anstrengend, da es permanent steil nach oben geht. Bis zum Eingang des Nationalparks, wo man eine Eintrittsgebühr von 50 Quetzales zahlt, gibt es nur einen Weg, sodass man sich wirklich nicht verlaufen kann. Vom Ausgangspunkt in La Soledad bis zum Parkeintritt braucht man für den Aufstieg ca. 1,5 bis 2 Stunden. Kurz danach spalten sich die Wanderwege. Hier haben wir unseren Weg eingezeichnet, den wir problemlos auch nachts mit Maps.me gefunden haben. Wir haben uns bei dem Weg sozusagen immer rechts gehalten, weil wir diesen Wegabschnitt bereits von unserer ersten Wanderung kannten und wussten, dass es dort den öffentlichen Campingplatz La Igreja gibt. Auf dem gesamten Weg gibt es nur 2 Kreuzungen. Zur Hilfe kann man sich an den roten Pfeilen, den gelb-weißen Schildpfeilen oder an den gelb-schwarzen Absperrbändern orientieren. Und jetzt folgen weitere Eindrücke unserer selbstorganisierten Wanderung zum Acatenango mit all seinen Gefahren, Herausforderungen und dem schönsten Morgenpanorama, was wir je erlebt haben. Es ist ähnlich wie das erste Mal, als wir auf dem Acatenango waren. Also wir sind jetzt in Wolken und ich weiß nicht, ob man es hört, im Hintergrund donnert es die ganze Zeit. Und ach, scheiße, fühlt sich scheiße an, ne? Dann ist man in den Bergen unterwegs und geht den Wolken dem Donner ja tendenziell entgegen. Oh Mann, ey, immer dieser unnötige Adrenalinkick, ey. Wir haben uns jetzt gerade an so einem Höhlen-Erdvorsprung untergesetzt, weil es ganz schön dort angefangen hat zu donnern und wir haben auch ein paar Blitze gesehen und jetzt auch angefangen hat zu regnen. Und dadurch, dass wir beide ein bisschen Angst gekriegt haben, stellen wir uns jetzt hier erstmal unter und ja, das ist gerade der Donner gewesen.
Und hoffen, dass es weiterzieht. Ja. Und dann geht's weiter. Aber wir haben Zeit, das ist gut. Das ist gut. Auch die ganze Nacht. Hoffentlich nicht. Das Gewitter ist weggezogen. Zum Glück. So, wir sind jetzt über den Wolken. Und ja, die Freiheit ist nicht nur grenzenlos, sondern vor allem ist es so schön ruhig. Oh, endlich ein bisschen mehr Entspannung. Es ist echt unangenehm mit so einem Gewitter in den Bergen, ne? Und sehen gerade den Sonnenuntergang. Wir sind in der Hängematte, zwei Personen, es geht, es ist sehr kuschelig. Jetzt machen wir einen kurzen Nap von 3 Stunden, bevor wir auf den Gipfel steigen. Und dann geht's weiter. Nach 3 Stunden Schlaf begaben wir uns gegen 2 Uhr nachts zum Gipfel des Acatenangos. Nach 1,5 Stunden Aufstieg begrüßten uns die gewaltigen Explosionen des Fuegos. Es war unser 2. Mal, diesem Naturspektakel so nah sein zu dürfen, und wieder kamen wir aus dem Staunen nicht hinaus. Hat sich gelohnt, ey. Scheiße, war das eine kalte Nacht. Scheiße, ist das kalt. Wir sitzen hier seit 3.30 Uhr oder sowas. Aber es ist ziemlich cool von unserem Lieblingsvulkan. Also, wir können auf jeden Fall 100% empfehlen, die Tour alleine zu machen auf den Acatenango, um diesen wunderschönen Fuego ausbrechen zu sehen. Also, was ich besonders gut fand, dass man in seinem eigenen Tempo laufen konnte. Also, ich fand es viel entspannter, man wurde nicht so gehetzt. Wir waren teilweise komplett alleine auf den Wegen, also auf dem Weg nach oben. Manchmal hat man ab und zu mal ein paar Leute gesehen, so ein paar Einheimische, dann grüßt man sich nett ab, also alles richtig, richtig gut. Und wir waren aber genauso schnell wie mit Natur, und das fand ich auch nochmal spannend. Also ich hätte gedacht, wir brauchen viel länger,
aber wir sind einfach langsamer gelaufen und haben deswegen weniger Pausen gemacht, weil wir nicht so viele Pausen brauchten. Ja, und insgesamt haben wir uns auch sehr sicher gefühlt. Also wir haben das Gefühl, klar, wir sind in Lateinamerika unterwegs und Sicherheit ist halt einfach immer ein Thema. Dieser Weg ist gar kein Problem. Es sind einfach viele Leute unterwegs. Es war absolut nicht überlaufen bei uns. Wir waren die meiste Zeit einfach alleine. Aber selbst hier in der Nacht, also wir haben halt in dem Shelter, in dem wir geschlafen haben, uns sehr wohl gefühlt. Es war super gut windgeschützt. Wir waren auch dort alleine die gesamte Nacht, haben uns ganz gut gefühlt. Also können wir nur empfehlen. Und jetzt ist halt auch sehr cool, weil die ganzen Touren, die dann halt hier morgens ankommen, den Sonnenaufgang zu sehen, die sind halt auch alle da und die bleiben eine halbe Stunde, 40 Minuten und gehen alle weg. Und ja, seitdem sind wir alleine hier und es ist halt wahnsinnig geil. Ja, und das war ja auch so ein Hauptgrund auch so von uns, dass wir gesagt haben, wir machen das nochmal, weil mit Natur hat man so 30 bis 45 Minuten höchstens hier oben Zeit. Und wir hatten das Gefühl, wir konnten diesen Ort gar nicht richtig genießen und jetzt ist es einfach wunderschön und man konnte alles in Ruhe anschauen. Wir haben eine perfekte Sicht auf. Also es ist so großartig, deswegen macht es unbedingt alleine. Es ist viel, viel entspannter. Ja, absolut eine Empfehlung. Boah, war das krass! Der Weg runter ist nichts im Vergleich zum Aufstieg. Viele Stücke des Weges kann man knieschonend runterschlittern und dabei die grandiose Aussicht genießen. Was wir immer machen, wenn wir in der Natur wandern, ist es, nicht nur unseren Müll mitzunehmen, sondern auch den Müll, den wir finden. Wir nehmen so viel mit, dass unsere Müllbeutel voll sind, wenn wir sie dann unten am Ende des Weges entsorgen. Mit dieser Schlitterpartie verabschieden wir uns von unserem Video, wie man den Acatenango alleine oder als Pärchen in einer kleinen Gruppe, wie auch immer, steigen kann. Ich will noch singen. Also, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know it is. How much I love you. Don't take my sunshine away. Ja, vielleicht macht Schlafentzug ein bisschen verrückt, aber trotzdem sind wir glücklich.